Ah, die Lois friedlich, ne? Die greift dich nicht an. Doch, Digga, ich komm grad da neben durch. Ich könnte auch die Kiste öffnen. Lol. Sie hat Flammen. Sie stand in Flammen. Okay. Lol, was macht warum, die? Warum greift die nicht an? Doch, okay. Was? Sie greift dich an, nein! So, meine Lieben, damit herzlich willkommen zum Let's Play Minecraft Together PE Part 28. Ich hab den Satz durcheinander gehauen. Moin. Ja, egal. Wir befinden uns da wie beim letzten Mal. Wie heißt der Standardsatz? Wir sind immer noch hier. Das kommt. Wie aus der Kanone geschossen. Jo. Ey, du hast und übrigens gar noch nicht erwähnt, dass ich auch dabei bin. Mit Aquarist. So, eine kurze, also ich würde euch auf jeden Fall raten, falls ihr die vorherige Folge nicht gesehen habt, also ja, schaut es euch an, Alter. Ansonsten, unbedingt, jetzt wenn sofort Pause machen, egal, wenn die Folge auch wenn ihr schnauze einfach. Seid ihr, hä? Nein, ich wollte nur sagen, was seid ihr für Menschen, wenn ich die letzte Folge nicht gesehen habe? Nee. Genau, also unbedingt, es ist wirklich, kein Scheiß, es ist was Lustiges passiert. Bevor ihr jetzt das Video weiterguckt und danach erst 27 anschaut, ich spoilere jetzt in 3, 2, 1, go. So, also was im letzten Part passiert ist, eine kurze Zusammenfassung. Ich habe mich hier hochgegraben, hier war halt Lava gewesen, ich glaube, hier ist immer noch Lava. Tatsache. Alter! Ich hatte im letzten Part auch einige Male so großes Glück, ey, das glaubst du nicht. Also, das ist passiert im letzten Part. Wie die Lava die ganze Zeit runterfließt. Die ganze Treppe runter. Ich baue hier immer noch genüsslich meine Kirche auf. Oh, das Huhn hat ein Ei gelegt. Das Huhn hat einfach ein Ei gelegt. Wie soll ich mich jetzt hochbauen? Überall kann Lava sein. Naja, dann gut, hast du es geschafft, wenn da zwei Creeper sind. Ja, dann habe ich ein Problem. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Lava sehe oder sowas. Doch, ja, über mir die war voll bewusst. Ja, mir war bewusst, dass halt einzelne Lavablöcke irgendwo in den Gebirgen oder den Gebilden hier drin versteckt sein könnten. Hatte auch die Befürchtung, weil es hätte auch sein können. Ist auch so gewesen. Aber trotzdem muss ich irgendwie da hochbauen. Also. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein, jetzt habe ich 6. Ey, Mann. 6. Ja, ich muss meine ganzen Türme immer 5 Blöcke hochmachen. Jetzt ist. Okay. Nein! Leute, ich dachte gerade, ich muss das. Warum musst du 5 Blöcke hochmachen? Du! Kommst mir hier nicht ran! Du zerstörst nicht mein massives Bauwerk! Alter, das sind so 2 Creeper. Ich würde sagen GG. Ja, nee, hier sind jetzt überall Löcher. Okay, ich bin jetzt auf Festungs. Okay, da geht's rein, Leute, da geht's rein! Warte, ey, wir wollen das doch zusammen machen, hast du schon vergessen? Ja, dann komm schnell hoch hier. Ja, ich bin jetzt nicht da. Du wartest jetzt schön, du chillst jetzt da vor dem Eingang. Nein, ich geh jetzt da rein. Ich mach ja, nee, dann geh halt extra schon rein. XXXL breit. Nein, jetzt habe ich doch schon wieder sehr. Also wenn ich jetzt hier runterfalle, ne? Ich will da rein. Ist da vielleicht ein schwarzes oder dunkles. Heißen die schwarze Skelette oder dunkle Skelette? Die heißen Nether-Skelette. Witter-Skelette! Witter-Skelette, genau. Ja. Ich wittere auch was. Ich wittere Gefahr. Boah, was ist denn hier los eigentlich? Bist du schon da? Ach du Scheiße, ich hab übelst den Texturen-Bug auf dem Handy. Das hab ich auch manchmal. Aber komm mal hier rüber. Alter, die ganzen Blöcke. Eine Truhe! Orange. Hier ist eine Truhe. Ohne Witz, guckt euch das an. Guckt euch an, das ist einfach orange hier alles. Das sind keine Orangenblöcke oder so. Guckt, das ist unser Haus, das ist unser Platz. So, ich hab eine Truhe gefunden. Ey, was ist das, Mann?
Na gut, ist eigentlich komplett egal. Nur Eisen drinne. Gut, ich habe eine Goldpferdrüstung. Wir machen es jetzt so. Ich stelle den Bau hier vorerst ein und ich gehe erst zu Möw. Wir gehen jetzt in die Festung rein. Ich gehe zu Möw in die Festung. So. Ich muss mir aber hier noch. Also ich bin einen kleinen Gang durchgegangen, aber den Rest mache ich mit dir. Hab ich Holz, hab ich Holz, hab ich Holz. Nein, ich habe kein Holz. Aber du musst halt herkommen, ne? Ja, warte, es geht bei mir noch kurz eine Weile. Eine kurze Weile geht es noch. Ist hier irgendwo Holz? Ich sichere mal die Gegend. Wahrscheinlich nicht, oder? Ach so, wir könnten auch die komplette Weizenfarm mal wieder abwehren. Ja, nicht jetzt. Alter, ist nirgendwo Holz drin. Ernsthaft? So viele Kisten, aber kein einziges. Ach, du bist doch nicht im Nether drin. Nein. Komm mal rein. Läuft das? Ich bin schon bei der Festung hier. Ja, es dauert noch einen Moment bei mir. Ah, hier ist Holz, endlich. Na gut, dann kann ich hier. Ich muss jetzt vorsichtig diesen Quarz hier abbauen. Voll, du musst den ganzen Weg erstmal hierher laufen, auch noch, ne? Ja, ich weiß. Alter, so. Ich mache mir jetzt erstmal eine Truhe. Wo ist mein Holz, Alter? Hier. Komm. So. Zack. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt eile ich da nach hinten. So, hier könnte Lava sein, deswegen ganz vorsichtig. Hier ist mein zweiter Skin. Hallo. Boah. So. Hier kommt das jetzt alles rein. Hier kommt, ein bisschen was an Holz nehme ich mit, aber das kommt auf jeden Fall hier rein. Das Quarz kommt auf jeden Fall hier rein auch. Zombie-Fleisch nehme ich mal mit, nur für alle Fälle. 3 Fackeln, Möw, du hast auch noch gesagt, ich soll Fackeln mitnehmen, ne? Ja. Diese ganze Scheiße, die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich werfe die mal nur hier nach außen. Also ich sehe immer mehr von den Niederfestung, weil ich eigentlich hier in der Umgebung was umbaue. Okay. Wir müssen so eine kleine Basis hier eigentlich einrichten, ne? Oder nicht? Alter, WTF ist hier los, Mann? Hast du mir zugehört? Was? Ja, ich müsste hier eigentlich alle Niederfestung eine kleine Basis bauen, weil das ziemlich weit. Komm, schmeiß jetzt einfach alles hier in die Truhe ab, kein Bock mehr. Das kann ich auch alle. Den Bogen, den behalte ich jetzt mal nur so. 3 Pfeile und ein Bogen, ja, nicht schlecht. Die hier kann ich noch reintun. Ja, komm so. Leute, falls ihr die ganze Zeit sagt, jetzt geh doch endlich mal rein. Ich warte auf Aqua. Wir könnten, Möw, eigentlich sind wir blöd. Weil du hast da ja, etliche Diamantblöcke bei dir oben in der Burg lagern, aber wir haben noch keine Diamantrüstung. Das reicht für 2 Diamantrüstungen nicht. Das kann so nicht weitergehen. Deswegen habe ich das noch da. Aber Diamantblöcke ist halt. Da müssen wir noch Platz spannender als Diamanten. Ne? Ja, eigentlich ja. Ne? Dann wird das dann wieder mal der Plan sein. Aber jetzt gehe ich erstmal in den Nether reinkommen. Warte, was wollte ich denn jetzt noch? Oh Gott, diese Kackmonster hier überall. Nee, ich weiß jetzt, was ich noch wollte. Ich muss mir noch ein paar Spitzhacken machen. Hoffentlich habe ich noch ein bisschen was an Eisen. Hoffentlich habe ich noch ein bisschen was an Eisen. Nein, hier ist kein einziges Eisen drin. Willst du mich verarschen? Ja. Oh, Alter. Ich habe nichts an Eisen. Lol, aber hier sind noch Pfeile. Oh, ich hab 13 Pfeile. Ach so, Fackeln wolltest du ja auch noch, ne? Ach, weißt ja, du, was ich jetzt mache? Ich mach kurz die Bogen hier zusammen. Das geht, glaube ich, hier bei der Werkstatt. Ich warte die ganze Zeit auf dich und die Aufnahme läuft. Und ich mach eigentlich fast gar nichts gerade, ne? Nee, mach halt was anderes jetzt. In der Zwischenzeit. Ich komme. Was soll ich anderes machen neben einer Netherfestung? Ja, keine Ahnung. Geh halt schon rein. Ist doch egal. Ich komm dann nach. Eigentlich wollte ich mit dir rein. Nein, du musst nicht auf mich warten. Das war nicht so gemein. Na gut, dann geh ich rein. Ja, bitte. So, komm. Moment, ist das komplette Schicht hier? So, jetzt brauche ich aber noch ein paar Fackeln. Und ein paar Dings, hab ich ja immer noch nicht. Ich brauche ein paar Spitzhacken und ein paar Fackeln. Aber das Ding ist, ich habe kein Eis. Leute, ich habe Angst. Mir hat Angst. Ey, ich muss mir unbedingt. Du, es ist das erste Mal, dass ich bei Minecraft Pocket Edition in eine Netherfestung reingehe. Okay.
Deswegen, also PlayStation so. Habe ich in dem Thema überhaupt keine Erfahrung. Ich kann dir sowas sagen, deswegen ist meine Angst auch berechtigt. Als am PC wahrscheinlich eh. Nee, das glaube ich nicht. Auf dem Handy ist die Steuerung ein bisschen schwieriger. Ach so, wegen der Steuerung, ja. Vor allem, wenn du dich erschrickst und direkt vor dir ein Monster aufploppt, dann kannst du nicht das Ganze so einfach abhauen, wenn du die Tasten nicht triffst. Ja, halt echt. Am PC hast du eh immer die Finger auf den Tasten und kannst das sofort. Ja, sofort deswegen ja. Und auf dem Handy drückst du und du fragst dich, warum läuft der nicht? Warum läuft doch endlich hier und so weiter? Lol. Ich dachte gerade, mein Mikrofon wäre irgendwie aus oder so. Weil das, weil sich das im Moment nicht bewegt habe, weil ich gerade nichts gesagt habe. Nee, Alter, ich brauche jetzt einfach noch von irgendwoher. Eisen. Also ich nehme jetzt einfach alle Pfeile mit, die ich habe. Okay. So, Seelensand brauchen wir ein bisschen. Hast du noch Eisen oben bei dir, der Burg? Ja, ich habe da 50 Eisenblöcke. Lel. Darf ich mir da ein bisschen was von nehmen? Ja, klar. Ich mache mir nur so 5 oder 6 Eisenspitzhacken. Also fürs Erste hätte ich auch noch 2 volle Teile. So weiter. Ja, okay. Wo ist Eisen? Hallo? Die geht nicht auf oder was? So, erstmal die ganzen Sachen hier in der Kiste sichern. Nee, komm, das dauert 100 Jahre, bis ich hier alles durchsucht habe. Ach, ich kann mal selbst Eisenspitzhacken machen. Also, okay, für mich brauchst du nicht. Wo hast du deine Eisen versteckt? In meine Schlafkabine. Ah, ich unter dem Kopf. Wahrscheinlich, ne? Nee, ich weiß nicht wo. Lol, hier sind die ganzen Diamantblöcke, Alter. Nee, Hallo, hier ist deine Schlafkabine, ist auch keine. Ah, doch hier. Du hast 9 Eisen. Ah, nee, 28 Eisenblöcke, Alter. Warte, wo hab ich denn hier? Oh, da ist so scheiße. Ich will mir jetzt mindestens so 6-7 Spitzhacken machen, damit ich für immer ausgerüstet bin. Ey, ich bin an einer Kreuzung gerade, ne? Es geht in 3 Richtungen. Guck ich nach links, geht's nach unten. Guck ich geradeaus, geht's nach unten. Guck ich nach rechts, geht nach oben. Okay. Alter, ich hab richtig Schiss. So, das schon mir gehen Fackeln, mir gehen die Fackeln aus. Du musst herkommen. Wah! Ja. Du scheiß elendiges Skelett hier! Komm her. Ich komme. Warte. Er kommt. Hab ich Fackeln überhaupt? Ja, ich hab 63 Fackeln. Gut, jetzt geht's los, aber das Ding ist, ein Part ist jetzt schon fast wieder vorüber. Alter, du beschissenes Skelett hier! Der hat mich aber abgeschossen! Bis ich bei dir bin, ist der Part vorbei, wetten wir? Ja, das glaube ich sogar auch. Also ich mach Alter, jetzt dieser Grafikbug gerade! Vor allem, wie das aussieht auf dem Handy, das ist einfach alles orange. Also jetzt ist meine Angst auf jeden Fall berechtigt. Oh ne, ich glaube hier geht's nicht runter. Hier geht's noch. So, ein paar Brote bringe ich auch mit. Warte, komm, mach das mal so hier. So. Es geht wieder los, Freunde. Wieder einmal geht das los. Ich hab eine Lohe gefunden. Eine Lohe? Ah, okay. Ja. Nicht zurück. Das gut, Ding okay, ich bin auf dem Weg. In der Nähe einer Lohe befindet sich auch noch ein Spawner. Ich bin mit volle Pulle auf dem Weg zu dir. Ich hoffe, es ist nur einer. Es sind 2. Ah, ja. Mindestens 2. Den Weg hier könnte man theoretisch weiter durchziehen bis zur Festung. Das wäre ein Aufwand, definitiv aber. Man könnte es machen. Ich würde es machen. Schau mich nicht so blöd an, du Zombie. Ich bin ein normaler Mensch, so wie du auch. Okay, du nicht, aber. Nein, wo sind die Fakten hier? Nein, jetzt muss ich wieder an dieser Stelle durch, wo die ganzen Gas sind. Oh lol, hier war das. Ich will nicht drauf gehen, ey.
Alter, nee, ohne Witz, hier müssen wir. Hier müssen wir zubauen. Ah, nee, ich hab grad nix. Ja! Ey, das ist so gefährlich. Ja, Mann. Also gut, komm. Du bist lustig. Ich hab keine Aber Feinde ich hab mehr. Nur Scheiße. Das Bermann-Schwert. Na gut, dann opfer ich ein Bermann-Schwert hier für den Netter. Das ist kein Problem. Ich hab ein bisschen was an Eisen auch noch mitgenommen, also ich könnte mir noch was mitnehmen. Ich steh das allein, ganz ehrlich, ich mach das nicht. Alleine werde ich hier nicht reingehen. Ja, ich komme ja gleich. Oh nein, das sind Gast. Nein. Ja, ja, genau. Boah, gibt's einen Ort, an dem der mich nicht sieht? Ich bin auf offenem Feld, das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Hä? Nein, ich kann nicht mehr sprinten, ich kann nicht mehr sprinten. Fuck! Okay, ich habe mich tatsächlich doch noch getraut, einfach mit YOLO und es waren nur die beiden. Jetzt hätten aber überall welche sein können. Ich bin halt übelst gespannt auf deine Aufnahme. Es ist das nicht das Skelett. Wie das aussieht, wenn du dich da beinahe zu Tode erschreckst. Ich hatte das nämlich auch schon ein paar Mal. Alter, ich fühle mich so gar nicht. Ich habe ein Skelett gesehen. Ja, komm mit. Jetzt wird die Kackkugel abgewehrt, wenn er gleich auf mich schießt. Ich habe ein Skelett gesehen. LOL. Ja, schieß sie zurück, schieß sie zurück, Run. Schieß sie zurück. Hilfe! Alter, wie schnell ist er denn? Hilfe! Komm, einfach nur rennen. Ich mach grad nichts anderes. Alter, der ist immer noch an mir dran. Was geht bei dem ab? Der ist geisteskrank. Jetzt kommt er schon der Nächste. Oh shit. Ich hab sie alle hinter mir. Wir bringen alle Gasts zu dir. Ich komm hinterher, die Gasts am Hals. Wo sind die Fackeln? Ey, die sind immer noch hinter mir, was geht bei denen? Alter! Also wir brauchen definitiv hier eine Basis. Ich glaube, ich hab Ich hab eine Lohnroute! Ich sehe es jetzt, dass ich eine Lohnroute hab! Schnell. Ich komme mit einer ganzen Horde Gasts am Hals zu jammeln. Das ist schön. Aber die Gasts verfolgen keinen. Ich sehe dich sogar. Du, wenn du noch hochgehst, da ist ein Widerskelett. Wo? Was machen die Widerskelett nochmal? Was ist so speziell an dem? Die machen deine Herzen schwarz, aber was die bewirken, weiß ich nicht. Ich glaube, du siehst dein Leben nicht und das macht es auch gefährlich. Ah, hier ist die Lava runtergeflossen von ihm. Genau. So, nichts abbauen, ne? Ich geh jetzt da hoch, komm. Ist mir egal. So, es kann sein, dass jeden Moment ein Widerskelett entgegenkommt. Der war richtig schnell. Okay, das ist Motivation. Ey. Okay, wir sind bei 17 Minuten, wir haben noch. Alter! Siehst du ihn? Nee. LOL, da hinten ist der! Er kommt! Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Es laggt! Er ist tot. Ich habe aber nichts für dich. Okay, ich krieg Schaden. Was ist hier in der Truhe? Da hab ich LOL. Mal Zeug reingetan. Ich dachte, ja. Das ist wund. Ich wollte es aber nicht verlieren. Du hättest ja 7 Eisen, hätte ich mir eine Spitzhacke machen. Was ist hier los? So, also hier ist erstmal alles safe. Okay. Ey. Zumindest wenn dort keine Monster jetzt hingegangen sind, ne? Hier links und rechts habe ich zugebaut, da ging es auch noch weiter. Hier links geht's runter, da rechts geht's hoch. So, und da unten sind Kisten, die habe ich noch nicht geöffnet. Hier? Wo bist du? Oder bei dir? Nein, nee, ich komme nicht. Du bist falsch. Ja. Das ist ja extra so gemacht, damit die niemals hier hochkommen. Ach so, ja. So, und geradeaus ist safe, links ist safe, rechts ist nicht safe. Diese Kisten hier hast du noch nicht gehört. Das ist eine Lure. Leute, hier ist ein Feuerzeug. Guck hinter dir. Was? Wo? Oh, Leute. Und ein Skelett. Alter, es kommt. Okay, weißt du was? Attacke. Nein, ich hab dich geschlagen einmal. So. Ey, ich hab... Was? Ich hab Skelettkopf! Ich auch, ja. Ich hab für das Skelettkopf! Ich hab ihn gesehen, ja, vorhin. Ihr wisst, was es heißt. Scheiße! Was? Oh mein Gott. Ne, wir brauchen 3 Stück, ne? Ja, aber einen haben wir ja schon. Oh mein Gott. 1 von 3. Ohne Witz, das ist zum allerersten Mal in meinem Leben. Habe ich einen Widerskelettkopf
getroppt oder bekommen. Ah, die Loa ist friedlich, ne? Die greift dich nicht an. Doch. Ne, die greift mich nicht an. Die greift dich nicht an, wenn du sie einmal schlägst. Hä, das kann nicht sein. Doch, ich komm grad da neben durch. Ich könnte auch die Kiste öffnen. Oder greift sie mich jetzt an, wenn ich die Kiste öffne? Ich weiß nicht. Das glaube ich eher nicht. Lol. Sie hat Flammen. Sie stand in Flammen. Okay. Lol, was aber macht warum, die? Warum greift die nicht? Doch, okay. Ich weiß. Sie greift nicht an, nein. Also ich hätte gern Wassereimer, aber der nützt dir in der Hölle nicht viel, ne? Nein, der bringt gar nichts. Das Thema, der greift nicht an. Lol, ich kann... Hä, ich kann da hingehen? Möf, wo bist du? Greif nicht an, nein. Ich kann da hingehen, die macht mir nix. Die macht mir nix. Hier ist auch eine Kiste. Die schaut mich nur blöd an. Oh, okay, jetzt hat... Okay, ist eh Ende. Die hat mich geschlagen. Also, wie viele Pferderüstung finde ich hier noch? Ich weiß nur, du bist direkt über mir. Ja, ich bin hier den Gang weiter. Ah, nee, warte, ich wollte nach unten, aber... Ah, nee, ja. Okay. Da die Loa jetzt im Nahkampf sehr schwach ist, greife ich, zerstöre sie jetzt hier. So, down. Also hier drinnen. Goldpferderüstung. Hast du da eine Kiste? Wo? Die habe ich noch nicht geöffnet. Jo! Das ist einfach nur drei weitere Loen und alle beide Skelettarten. Na, und wir sind bei 20 Minuten. Ist das ein Bug, dass die Loen mich nicht angreifen? Der braucht lange zum Angriffen. Aber wir haben überzogen, Leute. Ja. Aber Leute, wir wissen schon, was wir im nächsten Part machen. Also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es ja auf jeden Fall weiter. Yo, Spannung ist da. Es geht spannend weiter. Ja, ist sicherlich gleich offscreen noch die Sachen. Und damit sage ich, vielleicht machen wir zum nächsten Part auch eine kleine Basis hier. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.